Hallo, liebes YouTube-Universum. Schön, dass ihr heute zum Replay of the Week wieder am Start seid. Aber heute wollte ich eine kurze Sache noch vorweg erklären. Und zwar ist dem einen oder anderen sicherlich aufgefallen, dass der YouTube-Kanal hier aktuell nicht mehr so extrem geführt wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Wo 3 Videos World of Tanks, 2 Videos World of Warships und 2 Random Videos am Start waren. Ich will dazu aber kein langes Erklärvideo machen, deswegen dachte ich mir, mache ich es einfach mal hier. Hier wird schon seine Aufmerksamkeit finden. Das ist ganz einfach und ganz banal dem geschuldet, dass mir das Streamen, das Livestreamen seit mehreren Wochen und Monaten immer und immer mehr Spaß macht und die Videoerstellung immer und immer weniger Spaß macht. Und unterm Strich muss man einfach sagen, es ist ein Zeitthema, es ist mein Job mittlerweile, der eine oder andere hat es vielleicht gar nicht mitbekommen, aber ich bin selbstständig und gerade im Thema jetzt Streaming macht das auch aus jedem Aspekt einfach mehr Sinn. Bei YouTube gibt es leider Algorithmen und Sachen, die man nicht beeinflussen kann, in der Form, wie man es gerne tun würde. Auf einmal gibt es wieder ein Video, was nicht monetarisiert wird, aus Gründen, die es gar nicht nachvollziehbar sind, und einfach die Plattform für sich, aus meiner Sicht, ist einfach immer schlechter geworden. Auf der anderen Seite will ich aber euch auch nicht komplett im Regen stehen lassen, denn ihr habt mich in Anführungszeichen da überhaupt in diese Situation gebracht, in der ich jetzt bin, dass ich davon leben kann, beziehungsweise zumindest es aktuell sehr gut da aussieht, dass es auch funktioniert. Und dafür bin ich euch wahnsinnig dankbar und es sind natürlich auch viele, die auf der Plattform Twitch unterwegs sind, die eben von hier gekommen sind und umgekehrt, und dementsprechend wird es weiterhin Videos geben, aber seid mir nicht böse, wenn es eben nicht jeden Tag gibt. Ich hoffe, ihr respektiert meinen Schritt, ich kann auch alle nachvollziehen, die sagen, nee, finde ich kacke, aber das ist der Schritt, den ich aktuell gehe. Ich werde den Kanal weiter betreiben, ich werde ihn auch weiterhin mit Content pflegen, aber natürlich das ein oder andere Streaming-Video wird dabei sein und vielleicht auch das ein oder andere Mal, dass es einen Tag ohne Video von mir gibt. So, das war's. Das wollte ich euch erzählen und damit gehen wir jetzt ins Spiel. Denn heute habe ich ein Type 62 Replay mir rausgesucht. Aus welchem Grund? Ganz ehrlich, weil es ein Replay sein wird, was sowohl vom Damage als auch von Unterstützungsschaden leben wird. Wir werden einige Kills sehen und er ist Low Tier und on top wird er nicht übermäßig viel Premium schießen. Und das waren so Sachen, wo ich mir dachte, yo, das könnte ein ganz geiles Replay of the Week werden. Und die Basiserfahrung ist sensationell. 2779 Basiserfahrung hat er am Ende der Runde eingeheimst. Und natürlich ist es ein bisschen gespoilert, aber auch nicht dramatisch, denn ihr wisst, wie immer, ein Replay of the Week ist wirklich ein Replay of the Week. Das Beste der besten Replays oder eins der besten, welches diese Etappe oder in dieser Zeit auf Watch Replays gebracht hat, und das hat's aber sowas von. Er hatte 3 Gunmarks am Start, also er ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Bisschen Bad Luck jetzt hier mit dem Munitionslager, das hat er jetzt schnell wieder zurückgeholt. Muss hier aufpassen, der gegnerische Type 62 ist jetzt hier auch nicht auf den Kopf gefallen, aber er hat schon durch den ersten Initialspot schon mal ein bisschen was aufdecken können und natürlich auch an Spotting Damage für sich einheimen können. Auch hier der Type 62 wurde jetzt schön rausgenommen und im Hintergrund gab es noch den einen oder anderen mehr an Spotting-Punkt. Also das war schon mal sehr gut. Das lief schon mal perfekt. Der TVP, der will jetzt da noch entkommen, aber den hat er da natürlich noch gesehen und konnte ihn ausschalten und seinen ersten Kill damit sichern. Die ISO, die will jetzt auch wegkommen. Er ist hier offen, deswegen. Oh, da hätte er vielleicht noch den Schuss probieren können, aber die ISO sollte jetzt hier auch noch entlang fahren. Und macht's auch, und da kann er sich dann den Kill sichern. Mit knapp 1k Damage, den er ja auch durch den Kill gerade noch gesichert hat, der ja schon wieder zu war. Jetzt hat er hier in der Mitte da auch einiges, auf das er dann jetzt ballern kann. Der 25er Pilot, der Uni und der STI, wobei der ST natürlich ein absolutes Monster ist. Vielleicht überlegt er sich jetzt, ja, dann lass doch auf den T25 gehen. Das ist ein Ding, mit dem ich arbeiten kann, denn man darf nicht vergessen, sein Durchschlag ist 145
Und selbst mit Premium ist 220 jetzt auch nicht richtig dick. So, der Oni, ach knapp, ist da ein wenig seitlich, aber da hat er, das struggelt da, wie man so schön sagt. Die jungen und hippen Leute sagen struggle. Ganz mit seinem Durchschlag natürlich. Seitlich klappt es dann aber. So, der Oni hat kaum mehr was, aber auch hier sehen wir, ja, jetzt probiert er es dann natürlich mit Premium. Aber er hat einfach hier keinerlei große Möglichkeit. Jetzt der Oni. Sehr gut, der hat dann nämlich den Turm seitlich. Da klappt es dann auch. Aber der dann schon wieder nicht mehr. Wir haben sie nicht mal angekratzt. So, der STI jetzt da seitlich, aber er kommt nicht durch. Ums Verrecken nicht. Aber jetzt, lol, mit normal schafft das, was er mit Premium nicht hinbekommen hat. Hat er den ST dann seitlich geknackt? Hier jetzt schön den Piloten angezündet und mit den 181 Schaden und 419 Brandschaden hat er es natürlich dann da klar gemacht. Und jetzt unterstützt er hier den T28, der hier im Wald steht. Der hat natürlich gegen den WZ alleine eigentlich kaum Schnitte. Mal schauen, ob er hier den supportet und natürlich auch die Arti vielleicht da mithilft. Weil die Arti ist hier auch so ein elementarer Bestandteil des Supports. Der kann auf jeden Fall hier drauf wirken, ohne dass er sich da jetzt erstmal entblößt. Ja, sehr gut. Arti hat ihn da rausgenommen. Jetzt wird es langsam aber sicher sehr gut, denn der Gegner hat noch drei Artis. Das heißt, die kann er sich einfach schön snacken. Dann hat er noch den Tiger, den VK, den AT-7 und die Su. Und ja, sein Team ist da drüben schon ganz gut am Start, noch mit dem Emil 2 und dem Rheinmetall. Ebenfalls ein ST noch und der T-44. Also von dem her, da braucht er sich jetzt keine großen Sorgen machen, dass das Team da drüben verkacken dürfte. Er kann sich jetzt also den Artis widmen. So, jetzt sollte da die erste Arti gleich aufgehen und da hat er sie auch schon. Seitlich der erste. Man hätte natürlich jetzt hier auch vielleicht mit HE schon arbeiten können. Aber egal. 10 zu 10. Also das Ding ist noch nicht ganz safe, aber ja, da muss es normalerweise schon mit dem Teufel zugehen. Auf der anderen Seite will er sich jetzt natürlich auch mal langsam seinen Krieger holen, denn der sechste Kill steht vor der Tür. Und der AT-7, der ist jetzt noch so der Panzer, der ihm da Probleme bereiten könnte. AT hat jetzt da schon den ersten Treffer gelandet. Er macht jetzt die gegnerischen ATs auf. Beide. So, die eine hat er rausnehmen können. Jetzt denkt der AT-7 natürlich, hoppala, lass du mal meine ATs da in Ruhe. Aber da hat er nochmal Glück gehabt. Ist nämlich da gut weggekommen. Die nächste AT jetzt genau hier stehen bleiben, dass er nicht wieder dem AT-7 in die Schussbahn fährt. Der Tiger ist sogar noch voll, 11 zu 11. Zwei Artis und der T28, also das ging hier drüben deutlich mehr schief, als ich es irgendwie erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Ich dachte, es läuft hier easy peasy, aber nichts. Und das Allerbeste, seine Arti, statt dass er auf den AT7 schießt, nein, sie geht für die gegnerische Arti, um die auch gar zu killstealen, will ich schon fast sagen. Eine Arti ist wenigstens hier so smart und hat ihn jetzt da unterstützt. Aber das ist wieder so der Klassiker. Hauptsache den Kill gemacht. Aber wie gesagt, dass hier noch zwei Panzer sind, die die Runde für sich entscheiden könnten mit dem AT-7 und dem Tiger 1. So weit wird dann teilweise nicht gedacht. Aber immer wieder passiert das, auch in den eigenen Spielen, die ich so sehe. Auf jeden Fall hat sich die Radley Walters schon jetzt gesichert mit dem 8. Kill. Jetzt macht er gegen den Tiger erstmal ganz entspanntes Play. Er deckt ihn auf, macht ihn immer ein bisschen Ärger, aber er geht jetzt hier nicht direkt für den Damage erstmal.
Oh, so viel habe ich gesagt, so er macht's nicht, aber jetzt geht er auf und scheinbar hat der Tiger keine Lust mehr. Das Köpfchen steht schon nach unten und er hat keinen Bock mehr. Der HE-Schaden noch auf die Kette, um hier sich noch den Supporting Damage zu holen. Aber fängt sich gut, wenn es keiner macht, dann mache ich ja doch den finalen Kill und mache ihn mit 4462 Damage, 4074 Spotting und Unterstützung und das mit knapp 118.000 Credits Gewinn. Gut, es war vielleicht hier Battle Payments an, aber shit egal, war eine geile Runde und das in 8 Minuten. Also ich glaube, das war ein feines Ding, schönes Replay of the Week und wie gesagt, zum Anfang der Runde. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Wenn nicht, kann ich leider auch nichts dagegen tun. Dann muss ich das so hinnehmen. Vielleicht der eine oder andere schaut sich aber mal die Sache auf Twitch an. Da streame ich fast jeden Tag bis auf Montag und würde mich da auch den einen oder anderen von euch freuen. Ansonsten kommentiert das Video, lasst einen Daumen nach oben oder nach unten da. Bis zum nächsten Mal, euer Aikaramba.